Hallo, heute bin ich wieder mit Valkyrie Elysium und zwar machen wir jetzt weiter beim Online-Stream. Wir haben Kapitel 5 abgeschlossen, aber ich habe gesehen oben, wir müssen noch Odin Bericht erstatten, obwohl er hat uns ja überrascht von hinten. Ich dachte, das wäre genug. Nein, ich muss ihm noch Bericht erstatten. Und was anderes, ich habe zwei Nebenquests gesehen, seht ihr auf der Karte, hier in der Bücherei und unten vom Trainingsplatz, wo Egon steht. Ich bin schon gespannt, aber zuerst muss ich mit Odin reden. Now, my report on this last excursion to Midgard. I was able to locate Draupnir. Ah, yes. Draupnir. Finally back in its rightful place in Asgard. There are now only two gifts left to be recovered. As for the next gift, I sense that it lies in an area of Midgard that was once known as Romali. Yes, Allfather. I see you have managed to recruit more Enheriar. Yes, Allfather. However... Speak your mind. Perhaps it is because they were once human. But at times they have... peculiar notions. No doubt some part of their humanity still lingers within them. Pay it no mind. Understood. Du musst menschlicher werden, nicht die Menschen menschlicher. Hole die restlichen Gaben aus Midgard zurück. Das könnten wir jetzt natürlich machen und ins nächste Kapitel gehen. Ich möchte das Spiel aber wirklich genießen, von vorne bis hinten. Und da wären wir jetzt schon in Kapitel 6. Strafende Explosion 2 gibt es hier als Belohnung. Hört sich schon mal top an. Hier gibt es sicher auch die silbernen Juwele, was ich jetzt benötige. Gehen wir zurück. Hier haben wir jetzt nämlich 5 Nebenquests und die 2 Hohlblüten, die ich vergessen habe, was ich gesagt habe auf der ersten Karte. Aber vielleicht komme ich an die ran, wenn ich die Nebenquests mache. Nur ich habe mir gedacht, hier mit, also in Valhalla, schauen wir mal in die Bücherei. Ah, hier. Bin gespannt, aus welchem Kapitel das jetzt eine Nebenquest ist. Dieses Notizbuch trägt den Titel Unreine Seelen Band 1. Es existieren schon immer Monster in Midgard, aber die Untoten sind anders. Anscheinend werden sie von Wesen angezogen, die ähnliche Wellenlängen wie ihre eigenen besitzen. Anders ausgedrückt suchen sie nach anderen untoten Seelen, um durch die gegenseitige Resonanz stärker zu werden. Daher sind die stärksten Untoten an Orten zu finden, an denen viele Leute gestorben sind. Ui, das ist nie gut. Beispielsweise der Ruheort aller Opfer der großen Epidemie, die das ehemalige Königreich Galdbar heimsuchte. Ah, das war eine Epidemie, okay, deswegen auch, verstehe. Interessant, es könnte sich lohnen, das zu untersuchen. Nebenquest Midgardische Studien wurde freigeschaltet. Das schauen wir uns auch gleich im Globus an. Und Egon hat auch noch eine Nebenquest. Jetzt bin ich gespannt. Wo? Da haben wir noch immer 5, okay. Ah, noch ein Gebiet zurück. Da gibt es jetzt eine Nebenquest. Schauen wir mal, was wir dafür bekommen. Puh, das ist eine 4-Sterne-Nebenquest.
Dafür gibt es eine 3-Stern-Rune. Aber schauen wir mal, was wir für die anderen bekommen. Die können wir immer noch machen. Das sind alles jetzt 4 Sterne. Also wir sind schon so stark anscheinend, dass es nur mehr 4 Sterne und 5 Sterne gibt. Mama, wo bist du? 5 Sterne. Das haben wir gemacht, warum das jetzt mit 5 Sternen angezeigt wird. Interessant. Aber ich kann sie nochmal starten. Es stehen 5 Sterne dabei. Ich weiß, das war vorher doch eine 2-Stern-Quest. Nein, eine 3-Stern-Quest. Sorry, eine 3-Stern-Quest war es. Die Bitte der Dorfbewohner 2. Nein, wir haben das alles noch nicht gemacht. Also, wir haben... Schauen wir nochmal. Okay, hier haben wir nichts. Hier haben wir eine. Hier haben wir die eine. Schauen wir uns mal kurz an. Midgardische Studien, eine 4-Stern-Quest, okay. Und die jetzt vom letzten Gebiet, wo wir gerade waren. Aber normalerweise fängt man ja Bitte der Dorfbewohner 1 an. Also, so denke ich mir. Eine wiederholende Künsteleiste 2. Eine wiederholende Künsteleiste 2. Also eine Glyphe. Ambrosia ist immer gut. Seelenambrosia ist auch gut. Künsteambrosia. Das ist ja was Tolles. Schauen wir noch, was Egon hat. Und dann starten wir. Weil sonst... Ups. Ich bin in die falsche Richtung. Ich sage, ich verlaufe mich sogar in Valhalla. Also, ja. Das bin typisch ich. Ja. Da stehst du, okay. Da steht Egon. Ey. Und? Egon. Was ist denn? Das könnte ich dich auch fragen. Bist du bereit? Bereit? Wofür? Wir müssen nach Lucada, um mehr Seelen zu läutern. Hast du das vergessen? Ach ja, richtig, natürlich nicht. Valkyrie. Dank an einen Kameraden 2 wurde freigeschaltet und genau das wollte ich, weil Egon sollte stärker werden. Wir brauchen jetzt für die 4-Sterne-Quest natürlich stärkere... Ja, ein Harrier, das sind ja meine Boten hier, meine wichtigen Kämpfer, die, mal schauen, in welchem Gebiet. Jetzt habe ich hier im lokalischen Gebiet 6 Nebenquests, also das Spiel hat doch einiges zu bieten, sehr viele Nebenquests, muss man schon sagen. Hier ist nämlich auch eine dazu gekommen. Die Frage ist, schauen wir uns die gleich an. Midgardische Studien. Reduktion physischer Schaden. Gehen wir mal auf die andere hier. Dank einen Kameraden 2. Meteorschwarm 2. Das ist nett. Das brauchen wir. Es ist zwar eine 5-Sterne-Quest, aber wir stürzen uns da jetzt einfach hinein. Ganz einfach. Würde ich sagen. Und aus voller Schwung und rascher Donner bekommt er. Aber sonst habe ich nichts gesehen. Irgendeine Nebenquest für Seife oder so. Nein, gibt's nicht. Okay, dann beginnen wir mit der Nebenquest von...
Egon. Ich hoffe, ich bin jetzt eh live. Aber ich habe ja vorher ein Smiley gesehen. Interessant. Okay, da war ich ja offline noch. Deshalb. Bekommt alle Herzen von mir. Das kommt von Herzen. So, die Walküre. Gehen wir. Die ist schon wieder. Die hat es wieder eilig. Wie immer. Egon. Ich würde auch nichts drauf sagen. Dank an einen Kameraden. Zwei. Art in Harry are not meant to be reserved for heroes. I have no particular penchant for heroes. Ich mache mir nicht viele Helden. Ich will einfach powerful enough to serve my purposes. Okay, interessant. Powerful. I wouldn't call myself powerful. When I look back at my life, all I remember are my regrets. Ja. And yet here I am, fighting for the world once more. I intend to make this battle genau. One I will not regret. Du hilfst der Welt. That strength of will. That is what makes one an Inheriar. Whether it becomes a battle of regret or triumph is for you to choose. So, schauen wir uns mal hier um. Vielleicht habe ich ja hier eine Blüte, die ich übersehen habe. Nein, die sind alle da drüben. Aber der Bereich ist frei. Also ich könnte dorthin kommen, wenn ich schnell genug bin. Vielleicht. Aber ich schaue mich trotzdem immer um wie in Kisten. Also. Oder ob ich vielleicht jetzt irgendwo hineinkomme. Wo ich vorher nicht hineingekommen bin. Das Problem ist, es ist zwar eine 5-Sterne-Quest. Vielleicht bekomme ich ja hier schon die Juwelen, die ich benötige. Für meine Fertigkeiten. Aber ich glaube, das ist cool. Also dieser Tritt. Dieser sieht echt nett aus. The holy laws decree your obliteration. Na mach was. Beißt du mich jetzt? Ich hab's gewusst. Ich habe aber geblockt und der beißt mich durch den Block durch. Take care of this. Hab ich. Ja, ich hab. Weiß nicht, warum ich mich jetzt geheilt habe, aber. Genau, weil da bekommen wir ja den Meteorschwarm, den nächsten. Und ist der Meteorschwarm 1 schon echt Hammer. Den nächsten bin ich gespannt. Du lebst doch immer. Na komm. Nein, wir bekommen, ich habe es eh gewusst, das bekommen wir erst im nächsten Gebiet. So, weiter geht's. Schauen wir kurz um die Ecke, würde ich sagen. Hier oben, vielleicht liegt hier irgendwo was. Eine Kiste oder so. Nein. Ich meine eine Truhe. Die nächsten Feuer. Christopher hört sich eigentlich männlich an. Aber Christopher ist ein weiblicher Name. Und damit sie stärker wird, sollte sie jetzt öfter beschwören. So, wo müssen wir hin? Wir können aber in jeden Raum einmal kurz reinschauen. Aha, da geht's runter.
Also von da sind wir gekommen. Dann gehen wir mal kurz rüber. Da sehe ich eine Kiste. Erhöht vorübergehend dein Magieangriff. Also das ist mal ein nettes Elixier. Und hier geht's weiter. Vielleicht versteckt sich hier irgendwo hier hinten was. Mit den ganzen Bänken sieht man ja nichts. Aber ich möchte ja nicht alles zerstören. So. Ja, es könnte sein, dass wir zu dieser einen Hohlblüte kommen. Da unten sind die nächsten. Okay. Ich springe da gleich einfach so runter. So. Da ist er. Haha. Also nicht. Ich bin ein Dodo. Ich wollte Christopher beschwören. Das richtige Element. Und na, also wenn man den Speer so wirkt, das sieht echt nett aus. Das haben sie schon gut gemacht. Ich habe ein anderes Spiel auch getestet. Das liegt jetzt irgendwo in einer Lade. Genau. Babylon Falls. Aber Babylon ist schon lange gestorben. Also ich glaube, wenn ich da jetzt mal reinschauen würde. Ja, ist leider eines der schlechtesten Spiele des Jahres. Und dadurch, dass es so viele gute Spiele gibt, braucht man das auch gar nicht. Also ich habe es nur genommen, weil ich es wirklich, ich glaube um 10 Euro oder so, also es war wirklich so günstig. Okay. Kann man da rein irgendwo? Nein. Da müssen wir rauf. Und weiter geht's. Eis. Ihr wollt Eis. Da habt ihr Eis. Ja. Was ist denn das für ein Monster? Feuer! Zurückgeworfen hat, da kommt jetzt Egon. Warte nur. Ja. Also immer wenn es das macht, sollte man eigentlich zur Seite gehen. Oder ausweichen. Schnell ausweichen, 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 ausweichen. Ja, ich weiche zu. Ich habe eh die Kreistaste gedrückt, aber es hält mich nicht fest. Ihr seht, ich bekomme alle Juwele, aber nicht die, die ich benötige. Die silbernen. Also die gibt es sicher erst im nächsten. Jetzt habe ich mir wohl eine Nebenquest ausgesucht, die nicht so schnell geht. Naja, egal. Wir schauen, dass wir weiterkommen. Da wird sicher irgendwo eine Truhe liegen. Da liegt jetzt keine, wenn ich mich nicht beschaut habe. Das should be easy, ja. Na schauen wir mal, jetzt kommen wir da eh nicht mehr durch. Ich wollte nur noch schauen, ob wir. Ah, das sind.
ist okay. Warum man das nicht einstellen kann? Eisgegner beschwören Cypher. Also Eisgegner, es sind ja Feuergegner. Ui, was bist denn du für ein Riese? Oder weich ich doch ein bisschen aus? Gibt's ja euer Eis. Und du magst sicher wieder haben. Christopher. Jetzt kommt Egon auch noch, weil du mich zurückgeworfen hast. Ran noch. Der will auf mich eindreschen. Na sowas, warte. Boah, wow, das war gerade noch Glück. Ich sage, Glück muss man auch haben im Spiel. Ohne Glück geht's nicht. Nein! So geht's nicht. Nein, 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 ich blocke. Und jetzt der letzte Schlag. Das war ja aber jetzt ein schöner Kampf, hoffe ich mal. Dafür waren die anderen mies. Naja. Also man findet sich immer selbst schlecht. Das ist leider so. Dafür stärken wir damit jetzt Egon und machen eine 5-Sterne-Quest. Was ist denn das? Da werft mich einmal zurück. Egon kommt dann eh gleich. Blitz. Ich werfe den Speer. Kämpfen wir in der Luft? Also wenn ihr niemanden zurückwirft, dann hole ich mal erstmal Egon. Und der Blitz. Obwohl Egon ist eh schon so stark. Ich sehe nichts. Wisst ihr das eigentlich? So, weiter geht's. Schnell, bevor die Combo. Ah, jetzt ist schon zu spät. Nein, es geht sich noch aus. 78. Feuer. Also bei Eisgegnern Eis zu nehmen ist wohl nicht das Richtige. Aber jetzt habe ich eh kein Eis mehr. Mit meinem Speer. Was ist denn das? Für ein Riesen. Das ist schon wieder so ein. Ich mach mal fertig. Komm schon. Ausweichen, ausweichen. Ich sehe nichts. Und jetzt schnell weg. Nein. Cypher soll auch was tun. Ich habe mich jetzt nicht wirklich umgeschaut, so wie in Kisten. 439, na, da können wir schon, aber wenn wir jetzt weitergehen, hätten wir schon die nächsten Gegner, das würden wir noch schaffen. Aber dadurch, dass ich mich immer umschaue wie in Kisten, ist die Kombo-Anzeige dann schon wieder unten. Ja, so ist es. Seht ihr, das hätten wir noch geschafft. Dass wir vielleicht eine 600er Kombo zusammenbringen, ja. Was sind denn die für Gegner eigentlich? Ich sehe das nicht. Ah, jetzt Eis, da ist mal Eis, okay. Dann nehmen wir Cypher. Oh,
Ui, zurückgeschlagen, da kommt jetzt Egon, warte. Ich hol sie. Christopher. Ich muss mich an den Namen gewöhnen. Ich würde eher sagen Christina. Habt ihr mich jetzt? Ja? Boah. Geh weg von mir. Du hast mich. Du wolltest mich fressen, du böse Krake. Also aufpassen. Ausweichen oder blocken. Ich werde springen, glaube ich. Die Krake ist nämlich echt böse. Schon wieder. Ich muss mich heilen. Das vergesse ich auch. Schaut mal, was sie macht mit mir. Also, die anderen haben wir so schnell getötet, aber anscheinend, da brauchen wir Egon, oder? Blitz, 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 komm schon. Mach was. Jetzt ist die Krake. Die liegt schnell drauf und allem, was geht. Genau, elementare Schwäche von Christopher. Haben wir es geschafft? Wir sind hier fertig? Wahnsinn. Das war ja cool. Komm, Kommandant. Mich hat es aber ordentlich heute auf den... Naja, lass mir das. Auf den Mund. Ja. Gehaut. Das ist umgangssprachlich. Ritterkommandant, grübelst du über etwas nach? Diese Stimme, Lloyd, bist du das? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Triff mich am üblichen Ort. Ich werde dort auf dich warten. Das sagt Lloyd zu Egon. Interessant. Lloyd, Egon, was ist los? Sagt die Walküre jetzt. Die Stimme gerade eben, es war seine. Ich habe nichts gehört. Du hast nichts gehört? Du verhältst dich seltsam, sagt natürlich die Walküre, ist eh klar. Oh mein Gott, sie kann das nicht verstehen. Ich weiß. Mir geht es gut. Mach dir keine Sorgen. Ich habe es mir wohl nur eingebildet, schätze ich. Lass uns zurück nach Valhalla gehen. Na gut, wenn du das sagst. Kleines Valkürchen, du solltest etwas menschlicher werden. Nichts. Ja. Hier die nette Kiste. Eine Schriftrolle für die göttliche Kunst Meteorschwarm 2. Und der Meteorschwarm 1 war schon top. Den rüsten wir gleich aus. Bin ich schon vorbei? Nein, da ist er. Bündelt Blitzmagie, um mehrere Blitzschläge rund um den Wirker zu beschwören. Also eigentlich das gleiche. Einfach ist die Fertigkeit mächtiger. Und der Gegner kann sich schwerer davor schützen oder ausweichen. Ich bin gespannt. Diese Fertigkeit testen wir in der nächsten Folge. Für heute ist der Online-Stream Valkyrie Elysium gleich beendet. Wir gehen zurück nach Valhalla. Trophäe, Ikone der Toten.
habe ein S bekommen, das hätte ich mir nie gedacht. Ja, so oft wie mich diese böse Ding da. Ja, lassen wir das. Achtmal Christopher beschworen. Ja, weil die Gegner, ich habe sie ja gesehen, also das Element. Egon, der wird automatisch beschworen, wenn ich zurückgeworfen werde. Das finde ich echt nett. Voller Schwung kann er jetzt. Also, Egon ist jetzt wirklich stark. Kann ich das jetzt auch? Nein. Es sieht nämlich so aus. Springt nach einer kurzen vorbereiteten Bewegung hoch in die Luft und schlägt dann von oben mit dem Schwert auf den Gegner ein. Nein, das ist Egon. Ja, aber echt cool. Und dann kann er noch den raschen, also der rasche Donner. Stößt das Schwert in den Boden und beschwört einen Blitzschlag auf den Feind. Also Egon, du bist echt stark geworden. Und Egons Erinnerung 5 wurde freigeschaltet. Also es gibt echt viele Nebenquests. Wenn ich jetzt nur der Hauptquest folgen würde, dann wäre das Spiel natürlich schnell vorbei. Aber ihr seht, wie viele Nebenquests es hier gibt. Hier habe ich noch eine zum Annehmen, sehe ich gerade. Wo ist die? Hinter mir, ich dumm. Ich renne natürlich in die falsche Richtung. Ah! Für Christopher! Natürlich immer gerne. Bis jetzt haben wir Gungnir und Traubnir gefunden. Fehlen nur noch Lavitin und das ist wahrscheinlich das Dunkelschwert, das Dämonenschwert und ja, na, Kjallarhorn. Schwer zum Aussprechen. Dieser Fund fällt aber auf uns zurück. Das war's. Hole die restlichen Gaben aus. Aber jetzt steht bei Egon. Ist das jetzt so ein Hin- und Her-Spielchen oder was? Nicht bei dir. Bei Egon war das, oder? Ja, nein. Ich hätte nochmal mit dir sprechen müssen, scheint. Komm schon. Nein. Nicht falsch. Egon, da bist du. Hab dich schon vermisst? Walküre, ich muss dich um einen weiteren Gefallen bitten. Geht es um vorhin? Ja, ich habe nachgedacht und ich würde gerne an die Stelle gehen, die Lloyd erwähnt hat, wenn dies möglich ist. Ich kann den Nutzen nicht erkennen, aber du glaubst, dass es dir in irgendeiner Weise helfen wird. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß einfach, dass es etwas ist, was ich tun muss. Bitte. Na gut, gib mir. Also so unmenschlich finde ich die Walküre jetzt auch nicht. Sie wird immer menschlicher, finde ich. Na gut, gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Also sie will Egon helfen. Und das finde ich echt nett. Nebenquests, danke an einen Kameraden, 3 wurde freigeschaltet. Die können wir als nächstes machen. Oder wir machen eine andere Nebenquest. Also wir haben echt viele Nebenquests. Und ich denke, die wären sehr wichtig, bevor wir in das nächste Kapitel, in das Kapitel 6 gehen. Die Nebenquests gehen ja auch sehr schnell. Da schaffen wir oft 2 in einer Folge. Kommt immer drauf an. Ja. Was für eine Nebenquest. Also diese hier hat jetzt länger gedauert. Zum Beispiel hatte ich eine, die war in 5 oder 6 Minuten erledigt. Aber solche Nebenquests gibt es natürlich nicht oft.
Das war's heute mit dem Online-Stream von Valkyrie Elysium. Nächste Woche Donnerstag werde ich wieder streamen. Und vielleicht wird das dann auch der letzte Stream sein, weil ja, wir sind schon sehr weit vorangeschritten jetzt in den Kapiteln und in den Nebenquests. Und ich streame ja meistens eigentlich bei den neuen Spielen und es kommen jetzt eigentlich einige neue. Da werde ich dann andere Spiele streamen und Valkyrie Elysium kommt aber auf jeden Fall ein komplettes Walkthrough auf meinem Channel mit allen Nebenquests und alles, was so dazugehört. Ja, es würde mich auf jeden Fall wirklich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid. Ich wünsche euch alles Liebe, viel Spaß weiterhin. Tschüss!